Jo, willkommen zurück zu Assassin's Creed Chronicles China. Wir sind hier oben in dem nächsten Levelabschnitt. Kann man so sagen, es ist kein direkt komplett neues Level. Immer noch gejagt in Nan'an, glaube ich. So, und ich hatte ja beim letzten Part schon die Idee, dass ich mir die hier unten einzeln hole. Und zwar, es sind drei. Nee, sind zwei. Nee, drei. Guck mal da oben. Da steht noch einer, der guckt hier runter. Guckt der nur runter? Ich glaube, dann sollte ich erst die Seite nehmen, wo er nicht ist. Okay. Dann warte ich, bis er zurückgeht. Ich wusste jetzt nicht, wie weit der rechte da noch nach vorne geht. Also er hätte es bestimmt gemerkt, bis ich hier unten bin und halt. Lieber nicht. Kann ich denn Luftattentat machen? Runter. Oh, wieso macht ihr das denn jetzt schon wieder nicht? Schnell hier hoch, 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 hoch. Nein, ups. Ups. Hä? Ich lebe noch? Was war das denn? Das war aber seltsam. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut war. Da kommt ja noch einer raus, da rechts. Das ist der dritte, der hier runterschaut, nur. Oder? Ja, genau. Ich hoffe nur, er guckt nicht dann kurz hoch, wenn die sich umdrehen. So, aber mal schnell die Leiche aufheben. Hebt die auf, bitte. Danke. Und da reinwerfen. Jetzt will ich aber verschwinden. Bei geht. So, ich gucke auch gleich mal, wo hier Gegenstände zu finden sind. Also hier drüben war ich. Dummerweise habe ich. Ach nee, das habe ich ja noch geholt im letzten Part. Richtig, da bin ich ja nochmal zurückgegangen. Okay, irgendwie geht es hier nicht weiter. Also gejagt in Nan'an. Nan'an. Oder wie auch immer. Boah. Ich muss mal gucken. Eins von sieben. Ach so, die gelben Soldaten. Ja, das ist blöd. Komme ich vielleicht von hier oben besser? Von der anderen Seite. Ich glaube, das kriegt er doch mit, oder? Und ich muss direkt ein Attentat ausführen. Steht jetzt gerade irgendwie nicht hier. Ah, schwierig. Ich könnte den weglocken. Das wäre eine Idee. Weiß noch nicht, ob ich das von hier oben kann. Mal gucken. Pfeifen. Also das geht nicht. Aber ich habe ja noch die Lärmpfeile. Ja, die kann ich von hier oben nicht da unten hinwerfen. Außerdem ist er dann irgendwie auch alarmiert. Kann ich den vielleicht drüben runterziehen? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber er kommt ja nicht bis dahin, ne? Ah, blöd.
Ach, verdammt. So ein Mist. Boah. Alles klar. Ist nur die Frage, das kriegt doch dann, wie gesagt, der andere mit. Blöderweise. Ah, jetzt geht's eh nicht mehr. Ja, der ist einfach zu nah dran an dem. Zu nah. Zum Rüche. Alles klar, ging doch. Hoch. Ja, ich brauche jetzt die Leichen auch nicht mehr verstecken. So. Hier sind direkt drei. Hektische Musik. Ah, das reicht nicht, oder? Ah, okay. Also bei dem weiß ich's. Wenn er nicht hinten runterschaut. Jawohl. Ich hätte jetzt auch hier unten von der Leiter. Ah. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Ich weiß nicht, wie weit die sich bewegen. Jetzt habe ich schon wieder einen. Nein! Boah. Also jetzt habe ich aber auch echt ein bisschen Glück. Munition voll. Und hier sind jetzt nochmal zwei, oder? Ach nee, es fehlt nur noch einer. Okay, na dann sollte es ja einfach sein. Zack. Also nach der Runde davor war das jetzt wirklich mal eine Wohltat. Was? Ach, Erfolg. Sifu. I'm sorry. I was too slow. I should have reached you sooner. I could have stopped Zhang Yong. I could have protected the box. What good is it to take revenge if I keep losing those I care for? I could have saved you. Okay, ich benutze das eigentlich gerade noch ein bisschen wenig, ne? Ah, okay. Das ist auch gut. I was born into captivity, one of many concubines. When the Brotherhood came for us, I saw freedom. I saw a future. Now it is up to me to offer hope for those who see none. When Zhang Yong and Chu Ju are dead, when I have the box, I will deliver that. Now my journey has come full circle. My past has returned to aid my future. My old friend, once a concubine like me, is now Empress, and she's risking her life to help me. She knows where to find Zhang Yong, but I fear she and the concubines are in grave danger. If the Templars suspect they are helping me, they will kill them in the blink of an eye. Das bin ich. Ein alter Freund, die verbotene Stadt. Oh, sehr nice. Man hat gerade gesagt, wo sind wir hier? Achso, verbotene Stadt. Davor, meine ich, waren wir in Nang'an. Das wird Nan gesagt. Man hat das gerade gehört. So, ist das hier ein Punkt? Nee, das ist kein Sync-Punkt. Plupp. Oh, was hat der denn da für ein Gewehr? Oh, guck mal, in welche Richtung die überall hinschauen. Aber den ziehe ich hier rein. Oh, der kommt nicht bis hier hin. Okay. Halt so. Ich glaube, das war knapp. Jawohl.
Ah, ich sehe es schon. Verstärkungsgebiet? Ah, wahrscheinlich diese Türen, die großen hier. Diese Tore, besser gesagt. Bloß, wie komme ich jetzt ganz auf die andere Seite? Jawohl. Ja, mach keine Faxen. Holen dir. Okay, also weiter. Ah, da oben ist der Sync-Punkt. Und was haben wir hier an Nebenmissionen? Hauptziel. Also, wie es aussieht, noch nichts. Na, hier gibt es wieder einen Helix-Boost. Okay, mit den ganzen Möglichkeiten, die man jetzt hat, ist es... wollte ich sagen, ist es schon... Na, kann die sich hier nicht verstecken an den Säulen? Nee, geht gar nicht. Sieht man ja auch wieder, dass die nicht leuchten. Ah, das ist wieder so ein Spiel. Da hinten komme ich anscheinend nicht hoch. Oder? Aber er guckt ja eh runter. Ja, ich gucke erst nochmal, wie er sich hier bewegt. Ob er sofort nach unten schaut oder ob ich Zeit habe. Okay, nee, das geht ein bisschen zu schnell. Wenn ich da nicht reagiere, sind die wieder alarmiert. Warte mal, wir machen das so. Und jetzt? Jetzt gehe ich hier rüber. Ja, genau. Wahrscheinlich hier rum. Na? Komm, kletter ruhig da rein. Ich habe hier aber alles. Na, da unten ist wieder ein Boost. Ich bin auch nicht voll. Den könnte ich eigentlich mal holen. Okay, so viel ist es diesmal nicht hier. Ach, ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. Also, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, diese Steuerung. Weil das ja einer kommentiert hatte. Ich muss aber auch zugeben, dass ich teilweise fehle und man kann es jetzt nicht ganz so auf das Spiel schieben. Ich würde mal so sagen 50-50. Wobei eigentlich ist es noch mehr meine Schuld. Was ist denn hier? Ach, da hätte ich hier auch runtergehen können. Aber wäre ja blöd ohne den Sync-Punkt da oben. Also es liegt teilweise einfach an der Bewegung. Ja, genau. Wie war das mit... Nee, nicht pfeifen. Ah, okay. Jetzt verbraucht den doch nicht. Aber es geht doch. Voll aufgebraucht. Ich dachte, ich kann ihn selber manuell wieder stoppen. Das hat aber gerade nicht funktioniert. Hm. Ja. Sehr gut. Ich dachte schon, die lässt ihn da wieder liegen. Jetzt habe ich leider keinen Helix-Boost mehr, aber das sollte kein Problem sein. Wie weit geht er? Genau bis zur Säule. Jetzt bloß dran denken, kein Knopf drücken, während ich im Adlerauge bin. Hatte ich ja vor 2 oder 3 Parts schon gesagt. Jö. Kann ich den jetzt eigentlich auch hier reinwerfen? Probiere ich mal. Jo, das geht. Aber ich will nicht mit rein. Dem ist nichts los.
Okay, da unten. Ah, es gibt aber irgendeine Nebenmission. Ach, die Konkubinen retten. Okay. Aber ich vermute mal, ich. Oh, gefährlich. Aber der sieht nichts durch die Wand. Concubines are in danger. I need to kill the guards. Ja, eine Konkubine, ne? Give the girls a chance to get out of here. Ach ja, darf ich wieder nicht laut laufen. Aber, ah, ich sehe, ich kann irgendwie durch die Fenster durch. Ich komme blöderweise hier hinten nur nicht raus. Okay, warten wir mal. Der geht bis ganz raus, das ist doch super. Dann habe ich doch voll Zeit. Ja, das war dumm. Oh, das war dumm.